Der Zirkus kommt. Wie jedes Jahr ist auch hier der Zirkus Harlekin wieder im Oberwallis unterwegs. Harlekin ist cool, also das diesjährige Motto. Der Peter Pichler, Gründer und Inhaber vom Zirkus Harlekin, über die Programm-Highlights. Also wir probieren ja alle Jahre ein bisschen anders zu sein als andere Zirkus. Das Programm soll kurzweilig sein und wir haben hier verschiedene Exponenten, die einfach lustig waren im Bereich von Akrobatik, im Bereich von der Clownerie und haben auch sehr schöne Tiernummern, wenn wir glauben, wo wir sehr stolz sind drauf, auf einen Sechserzug Friesen, die eigentlich überall sehr gut ankommen. Und für die Pferdenummer hat man in der Manege trainiert. Während die grossen Ross in der Manege schwitzend, warten die Ponys auf ihren grossen Auftritt. Susanne Manni ist für die Tiernummer zuständig. Wie ist Schiez im Zirkus Harlekin gekommen? Ich war einfach ein paar Jahre immer im Lager, dann in den Ferien da und habe mich dann selber mit meinem Ross zusammen angefangen weiterbilden in Freiheitsdressur, Zirkuslektionen. Ich war für das in Deutschland. Und als ich zurückkam, habe ich dann anlässlich von einer Geburtstagsfeier mal eine Nummer machen mit dem grossen Ross und mit dem Pony zusammen. Alte klassische Nummern, meine Maxi. Und durch das ist es dann so, ja, hat es dann gegeben, dass ich dann hier arbeiten konnte. Die Arbeit mit Tieren macht ihr einzig Spass, hat ich Susanne Manni verraten. Und da macht es wirklich einen grossen Unterschied, ob man hinter den Kulissen oder in der Manege um mit Tieren zu tun habe. Also allgemein mit den Tieren, es ist auch schön mit Tieren zu arbeiten, die auszubilden, aber auch zu pflegen und zu betreuen. Ja, wenn man dann auch sieht, wenn das Tier dann etwas gelernt hat, dann, wenn man es durch Manege darf zeigen. Ja. Es sieht immer sehr spielerisch und leicht aus, aber es sind ein Krampf dahinter. Ja, einfach, es braucht viel Geduld und viel Zeit, bis ein Tier etwas gelernt hat. Es geht bei einigen Tieren schneller, bei anderen geht es länger, bis sie etwas gelernt haben. Aber das ist schon das Spannende daran. Heute Lukas Böss hat sich im Zirkusleben verschrieben. Der gelehrte Landwirt ist in erster Linie für den Unterhalt vom Fahrzeugpark zuständig. Steht aber auch als Clown in der Manege. Ja, ich sage jetzt mal, das grösste Problem ist so ein bisschen oder Problem, es ist einfach ein rechter Aufwand, ist der Fahrzeugpark, den wir haben, wo wir einfach immer müssen schauen müssen, dass wir da an Schuhe bleiben. Und mit den entsprechenden Prüfterminen, die wir müssen wahrnehmen müssen. Und einfach der ganze Unterhalt, das ist schon sehr intensiv auch für uns, weil wir gerade mobil sind. Wir sind nicht an einem Ort, wir sind immer noch im anders. Da kann es kleinere Unfälle geben, es kann Pannen geben und da muss man halt recht spontan können reagieren. So vielfältig wie die Zirkuswelt sind euch die Artisten, die im Harlekin auftreten. Der Isaac, der Alfred und der Erik von Ghana zeichnen die spontan eins von ihren Kunststücken. Als Artisten gibt es wie Sand am Meer. Aber es gibt viele, die uns nicht passen. Wir gehen die Artisten immer durch den Winter durch selber anschauen, dass sie eben unsere Ideen weiterverfolgen können. Wir bekommen pro Woche mehr. Zwischen 15 und 20 Offerten von Artisten aus der halben Welt, wovon man einfach 95% nicht brauchen kann. So fröhlich wie die Zirkuswelt in der Manege überkommt, ist hinter den Kulissen aber nicht immer. Zwischendrin ziehen durch Wolken am Horizont auf. Also Zirkus ist sicher nicht wirtschaftlich, keine in der Schweiz. Es gibt zwei grössere Zirkus, die durch das, dass sie grössere Reserven im Immobilienbereich haben,
vielleicht ein bisschen mit weniger Sorgen durchkommen als alle anderen. Aber der Zirkus der Schweiz genießt von der Leistung her jeden eigentlich einen guten Namen, aber wir haben den Kulturstatus nicht in der Schweiz. Und das tut weh. Beim 20-Jahr-Jubiläum vor 4 Jahren hat der Zirkus Harlekin seine Zelte abreissen. Aber zum Glück hat man sich anders entschieden. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben, vor allem bei vielen Kindern. Jetzt haben wir gesagt, bleiben wir noch ein bisschen probieren. Der Übergang so ein bisschen feiner zu machen als mit einem Schnitt. Und da sind wir jetzt dran. Wir haben ja gute Leute, die nachher kommen und das Publikum sieht, dass es dann vielleicht plötzlich ohne uns die Oase geht. Und das ist das Schönste, wenn wir das machen können. Und so spielt im Harlekin euch in Zukunft die Zirkusmusik.